Das wäre doch ein Traumauto. Ein BMW M5 Touring, Jahrgang 2018. Der fehlt noch im BMW-Portfolio. Denn auch die neue Generation des M5 mit 600 PS oder gar 625 PS in der Competition-Ausführung wird es ausschließlich als Limousine geben. Schade, findet Autobild. Denn da, wo Mercedes-AMG mit dem E63 T-Modell mit 612 PS auftrumpft oder Audi mit dem RS6 Avant vorfährt, klafft bei der MGMBH eine Lücke. Ein Nachfolger für den BMW M5 E61 mit V10-Motor und 507 PS ist nicht in Sicht. Ein M5 Touring bleibt also unser Fantasieprodukt. Es sei denn, jemand aus der BMW-Chefetage hat ein Herz für Kombis und übernimmt unseren Vorschlag.